Der namenlose Held ist auf dem Weg nach Corines und hat Kavalorn gefunden und getroffen. Der isst Käse und ist ausgeraubt worden. Und vorne ist ein Räuber, glaube ich. Kavalorn, schaffen wir die. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert, wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Hihi. Ja, Moment mal, Wolfsmesser, ist das besser? Ich glaube, das ist besser, das klingt besser. Wolfsmesser, mal kurz schauen. Also der Zweihänder macht Schaden 40, wenn ich den treffe. Das Wolfsmesser macht Schaden 30. Einhand-Talent-Bonus. Benutzt das mal. Pfeile habe ich noch einen, das wird nichts nutzen. Dann einmal speichern und auf geht's. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Hihi. Nee. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Nicht Kavalorn. Das hast du verdient, Mistkerl. Hui, Stufenaufstieg. Rostiger Zweihänder. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Darf ich auch mal gucken? Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Die habe ich schon. Er hat Käse, einen Steckbrief, einen Dietrich, einen Goldbrocken und eine Schenkel Sumpfkraut. Und das war's noch nicht. Die haben sogar eine Treppe. Kavalorn, bin ich ja richtig? Ach, Kavalorn macht ja alles von alleine. Was hast du verdient, Mistkerl? Oh, alle beiden gekillt, so schnell war ich doch gar nicht. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gott. Dolch. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Bandit. Apfel, zwei Wacholder, Nachricht, Goldbrocken und Stängel Sumpfkraut dreimal und Brago. Kenn ich den? Nee. Apfel, zwei Wacholder, versiegelte Botschaft, Tonschlüssel, Goldbrocken und drei Stängel Sumpfkraut. Ja, du hast doch alles alleine gemacht, mein Lieber. Aber gut. Ach ja, Nagelknüppel. Aber gut, ich habe die Erfahrungspunkte, das ist das Einzige, was im Moment zählt. So, das wäre erledigt. Ha, Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später. Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Ein paar Münzen, 50 Gold. Krass. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Leider nicht. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Aha, Einhand, Bogen und Schleichen. Ich nehme an, ich habe jetzt 10 Lernpunkte, weil ich ja Stufe 1 habe.
Also einen Stufenanstieg. Auf alle Fälle schleichen. Und dann, tja. Eigentlich Bogen, aber ich habe keine Pfeile. Ah, schleichen. Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Das stimmt. Tja. Eigentlich spiele ich ja wieder einen Magier-Dieb, der Fernkampf fokussiert ist. Hahaha, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe, wie gesagt, im Moment gar keine Pfeile. Na komm, trotzdem, ein bisschen geht schon. Bogen plus 5. Und zurück. Schon besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Es wird dauern, glaub mir. Kavalon geht zum Treffpunkt und ich bin hier in der Banditenbehausung. Das scheinen Typen aus dem neuen Lager gewesen zu sein. Die sehen noch so ein bisschen neulagerig aus. Brago war dabei. Da ist nichts zu holen. Jetzt erstmal ins Questbuch geschaut. Was habe ich eigentlich gerade angerichtet? Ich habe eine Mission erfüllt. Kavalons Banditen hieß die. Und ich habe zwei neue Questen gestartet, nämlich die Wassermagie und der Ring des Wassers. Man kann schlecht sehen, was ich ja gerade highlighte. Das liegt an der Helligkeit, aber so ist es nun mal. Dann hätte ich ein paar Sachen gefunden. Ein Mistvieh weniger. Ach, Kavalon, jetzt schießt du mir hier die Goblins aus dem Weg. Du bist ein Vollidiot, weißt du das? Naja, mach nur. Ich habe was gefunden, nämlich hier eine Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist ein gefährlicher Hexer, aber haltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. D. Aha. Und dann hier Steckbrief. Das ist der namenlose Held. Aber deutlich dicker, als er gerade hier in Erscheinung tritt. Was ist das? Diese Botschaft wurde sorgfältig versiegelt. Ist das die Botschaft, die ich in Kavalons Auftrag abgeben soll? Ja, ist sie wahrscheinlich. Dann sollte ich das Siegel nicht brechen. Stattdessen breche ich dieses Siegel hier. Und finde 16 Pfeile, hurra! Und 34 Goldstücke. Und außerdem noch einen Pfeil und noch einen und noch einen. Und einen Bogen. Aha. Geh mal ein bisschen schneller. Da ist auch ein Bett. Vielleicht benutze ich das sogar gleich mal. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ja, die habe ich schon. Hier wird ein Süppchen gekocht. Ja, ist sogar voll der Kessel. Ich finde einen Dunkelpilz. Eine alte Minenlore. Und jede Menge Pflanzen, die hier drinnen Efeu wachsen kann, frage ich mich. Schwerer Ast und... Da ist nichts zu holen. Goblin ist beutelos. Oh, es ist ja mitten in der Nacht. Auf Weiher. Ach, war der Goblin, der hier im Eingang lag, war das der, den Kavalon beim Rausgehen noch umgeschossen hat? Wo kam der denn her? Da unten war noch dieser andere Bandit, aber den habe ich ja schon ausgenommen. Da bin ich mir relativ sicher. Naja. Und da es gerade mitten in der Nacht ist und ich ungern für einen Strafgefangenen gehalten werden möchte, der unerlaubterweise die Sträflingskolonie verlassen hat, werde ich mich hier mal ins warme Banditenbettchen kuscheln. Und vorher noch einen Dunkelpilz pflücken, vielleicht sogar auch zwei. Und dann ohne Rissen drei Albträume.
Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Schön, schön, schön. Ich habe sogar ein paar Pfeile. Was ist das da hinten? Ach, das ist noch so eine Latte. Okay. Ja, ich glaube, mehr liegt hier nicht. Oh, irgendwer hat nachts die Leichen umgeräumt. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Brago. Das kommt mir bekannt vor, aber Brago? Nee, es gab keinen Brago. Der Goblin ist leer, richtig? Nichts zu plündern. Ja. Da ist nichts zu holen. Mhm. Gut. Wäre das ja geklärt und ich kann hier noch ein paar Fässer bestaunen. Ja. Cavallon ist von da. Ach, da ist doch Cavallon. Das ist der Treffpunkt? Das ist nicht dein Ernst. Hey, du. Bei dem kann ich weiter lernen. Aber keine Lernpunkte und das wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder aufsteigen kann. Ich kann auch noch nicht mal irgendwelche Pfeile bei ihm kaufen. Schade, schade, schade. Oh, Kanonenkugeln und eine Kanone und Blauflieder. Dreimal. Oh, schick. Ein Lederbeutel und eine Spruchrolle. Das war eine Spruchrolle Feuerpfeil, das habe ich gesehen. Nochmal Blauflieder. Und der Lederbeutel wird doch nicht ein Goldbeutel gewesen sein. Doch, 25 Münzen. Schick, 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 schick. Naja, aber das kommt nicht auf die Liste der Geheimverstecke. Das war dann doch relativ gut zu finden. Wobei ich auch echt noch am Hadern bin, ob ich das da hinten am Wasserfall, was ich zuerst als Geheimversteck bezeichnet habe, ob ich das überhaupt in den Geheimverstecke-Guide aufnehme. Oh, eine Truhe. Truhe? Mit einem Heiltrank, 5 Münzen und einem Dolch. Weil das doch irgendwie sehr, 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 sehr offensichtlich war. Ja. So kann es weitergehen. Ich habe viel geplündert zuletzt jetzt hier und habe auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Nach Korinnes. Und was ist das hier? Kein Mensch weiß es. Ich möchte nach Korinnes gehen. Da ich befürchte, dass sich mir irgendwelche Wölfe in den Weg stellen. Einmal speichern. Dann geht's auf. Oh. Huh. Da ist nichts zu holen. Ja, schade. Die haben auch schöne Felle, aber erstmal Tiere ausweiden lernen, das ist nicht einfach. Ach, das ist ein Innos-Schrein, stimmt's? Oh. Kleine Blutfliege, das klingt ein bisschen wenig gefährlich. Komm mal her. Zielwasser gesoffen. Alter Falter. Da ist nichts zu holen. Okay. Blauflieder, das war mehr Glück als Verstand gerade. Blauflieder. Wasser und ein Apfel. Innos möge es mir verzeihen, aber ich brauche gerade alles. Fischsuppe und Gold. Geht ihr mal zu Innos? Du betest und spendest nichts. Innos dankt deinem Gebet oder so ähnlich. Ja, gut. Dahinter liegt nichts. Da ist eine Schafsherde und da ist ein Schäfer. Den quatsche ich mal an. Speichern. Hallo du, wie heißt denn du? Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein.
Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich bezweifle, dass du als unbewaffneter und in Kleidung, normale Kleidung, gewandeter Schäfer in der Lage bist, mit irgendjemandem einen kurzen Prozess zu machen, der kein Schaf ist. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich glaube, euer Schaf ist einfach ausgebüxt. Ich habe oben eins gesehen, aber das werde ich dir nicht erzählen. Ach ja, ich kann jetzt sagen... Ah, okay, na dann. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Haha, gut. Ja, aber eigentlich muss ich den Wein an Kavalon weiterleiten, weil der hat die Kollegen gelegt. Aber das werde ich ihm nicht erzählen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ist ja gut. Ich muss weiter. Jetzt habe ich Was? Was machst denn du? Ah! Ein Mist, viel weniger. Wo kam der denn her? Scheiße. Na gut, ich wollte gerade mal hier reinschauen ins Questbuch. Zugang zur Stadt Korinnes, das ist jetzt eine neue Queste. Ich brauche Kleidung und irgendeine Deckgeschichte. Und das hier ist Lobards Hof, genau. Demzufolge sind das Lobards Schafe. Das ist Lobards Zaun, Lobards Getreide und das da ist wahrscheinlich Lobards Bauch an Lobard. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich glaube, es ist egal, was man dem sagt. Der wird immer was zu mosern haben. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Also ich bin mir immer noch relativ sicher, dass man hier sagen kann, was man will. Es ist immer falsch. Deswegen werde ich aus rollenspielerischen Gründen sagen, für die aufständischen Bauern, weil der König hat den Helden ja in die Strafgefangenenkolonie schmeißen lassen am Beginn von Gothic 1. Also ist er bestimmt nicht für den König. Deswegen? Für die Bauern. Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinnes sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Das ist doch schlau. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle.
Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ach ja, was denn? Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Na, aber immer. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 60 Goldstücke. Ah, nee. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Hetz mich doch nicht so. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hol erst die Rüben vom Feld, und dann sehen wir weiter. Ja, dann darf ich die Rüben bestimmt putzen. Und Rübeneintopf machen. Aber Rübeneintopf, den koche ich mir frühestens. Im nächsten Teil, bis dahin.